herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5. Hier sind diese Typen. Wir werden mal gucken, ob wir das hier irgendwie aufkriegen. Nee, wir kriegen es tatsächlich nicht auf. Okay, so einfach geht das tatsächlich nicht auf. Ja gut, es war ein Versuch. Hätte ja sein können. Bei so manchen von diesen Gimmicks ist es ja so, dass es ein paar Tricks gibt. Ach, guck mal, hier sind nochmal ein paar weitere Leute. Wir werden uns auch euch anschließen. Na, das ist doch schön. Ganz hier oben nochmal so ein Trupp. Okay, gut. Ja, das war ja eigentlich fast logisch, ne? Dass da auch noch einen gab. Habe ich halt nur nicht gesehen. Okay, gut. So, jetzt heißt, wir müssen mit irgendwelchen anderen Leuten noch quatschen. Ah, oh, toll, ey. Wir müssen irgendwas mit irgendwem quatschen, um die Leibeigenen da rauszukriegen. Wie sollen wir das denn machen jetzt? Natürlich. Jetzt geht's wieder los. Rätseln und suchen. Und wir haben das Kerberos-Fragment noch nicht gefunden. Geschweige denn, dass wir überhaupt irgendwas gesehen hätten, was ansatzweise so aussehen könnte. Dass es das wäre. Wie ihr wollt. Naja, mal gucken. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall das gesamte Gebiet schon erkundet. Wie ihr wollt. Das heißt, irgendwo hier müssen wir ja was finden, wa? Natürlich. Irgendwo hier muss es ja was geben. So, da ist der Steinbruch. Da holen sie sich die Steine für ihren Steinmetz. Okay. Ja, im Dorfzentrum werde ich jetzt nicht so... Okay, wie kriegen wir dieses Gitter auf? Da müssen wir wahrscheinlich... Achso, es kann natürlich auch sein, dass hier doch hier oben auf diesem Gebirgsteil dann hier irgendwas zu holen ist. Vielleicht gibt es da dann das Kerberos-Fragment oder so. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal wieder in dieses Dorf und schauen, ob es vielleicht in diesem Dorf jemanden gab, der uns helfen kann, den Leibeigenen zu helfen. Ja. Ach, guck mal, hier ist noch ein Gebiet, was wir nicht erkundet haben. Das schauen wir uns natürlich auch mal schnell an. Also, vielleicht gibt es ja hier noch was Schönes. Sieht nicht so aus. Ne? Nö, sieht nicht danach aus. Ja. Okay, aber vielleicht kann man mit dem Typen hier wieder quatschen. Ja, hallo, Herr Sägewerkermeister, Herr Anführer, können wir mit Ihnen nicht nochmal quatschen? Nee? Können wir nicht? Ach, das ist aber doof. Jawohl. Ja, das ist aber nicht so schön. Okay, also, die haben versucht, das aufzustemmen, das haben sie nicht hingekriegt. Was können wir dann da machen noch? Wie ihr wünscht. Aufzustemmen, nicht aufzusprengen, ja, natürlich. Die wollten es aufstemmen. So, hier, ja, hier war diese Schatzkiste, natürlich. Hier ist dieses Lager mit den Typen, die hier rumstehen und quatschen. Gibt es hier noch irgendwas anderes zu holen für uns? Ich glaube, wir sind wahrscheinlich hier auch an der falschen Adresse. Ich glaube, es ist nicht so gewollt, dass man... Guck mal, auch hier, genau, hier ist dieser eine Leibeigene, genau, mit dem wollte ich doch damals schon quatschen. Ja. Aber geht nicht, können wir nicht. Ich gehe nicht davon aus, eigentlich, dass wir hier unten hinrennen müssen. Weil ich glaube, das Problem mit den Leibeigenen sollte sich auch hier oben lösen lassen. Guck mal, hier ist ein Busch. Vielleicht macht dieser Busch irgendwas. Wir erledigen das. Er ist aber schon ein bisschen komisch, ne? So soll es sein. Ja, Was tun? Okay. Da muss ich Erek ein bisschen anstrengen im Köpfchen. Jetzt muss er zeigen, dass es nicht nur Muskelmasse gibt, die bei ihm wichtig ist, sondern dass auch sein Köpfchen von Bedeutung ist. Natürlich, ja. Ja. Das ist jetzt allerdings alles noch nicht so ganz toll. Okay, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier unten irgendwas erreichen. Ja, natürlich. Ich gehe nochmal kurz hin zu dieser Hütte hier mit dem Reitern, Vielleicht haben die ja irgendwas. Ich glaube es aber nicht. Ich schätze, dass wir tatsächlich direkt in der Stadt irgendwie weiterkommen mit der Sache. Naja, mal sehen. Oder ich muss hier zu einem dieser Türme. Vielleicht muss ich zu einer dieser Turmruinen. Und in diesen Turmruinen irgendwie einen Schlüssel holen oder so. Kann auch sein. Ja, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was es so alles gibt. So, hier gibt es noch ein Gebiet, was wir noch nicht erkundet haben. Da gehen wir auch nochmal hin. Schnappen wir uns ein paar Schwertkämpfer einfach.
Dafür sind und ich kann auch hier mit den Schwertkämpfern ein bisschen durchrennen. Ah, je, oh je, oh je. Und hier noch mehr Kisten finden wäre natürlich toll. Ihre Steuern. Noch mehr Kisten mit Eisen oder so. Und, so, ihr seid hier angekommen. Ah, hier. Wir kümmern uns darum. Das ist garantiert das Kerberos-Fragment. Ich bin mir fast sicher. Ja. Das wird das Kerberos-Fragment sein. Garantiert. Wir kümmern uns darum. Da euer möchte ich schon fast drauf setzen. Hilft mir nur leider nicht weiter, ne? Ah. Er benötigt das Werkzeug von einem Schmied. Okay, das heißt, wir müssen zum Schmied rennen. Der war ja irgendwo hier oben auch, nicht? Wird gemacht. Dann müssen wir mal den Schmied suchen, wo der hier rumhängt. Wo ist denn der Schmied? Wir kümmern uns darum. Ja. Der stand ja irgendwo hier rum. Ja, das ergibt Sinn. In Ordnung. Logisch. Mit dem Werkzeug vom Schmied kriegen wir das Ding auch auf. Hier ist nur ein lächerlicher Bauer. Oder war der Schmied im südlichen Dorf? Ja. Ah, nee, Quatsch. Hier oben ist die Eisengrube. Das heißt, da müsste auch irgendwo der Schmied rumlungern. Seid unbesorgt. Rein von der Logik her. Jawohl. Schauen wir uns das Ganze wir mal an. Erledigen das. Dann komm mal her, Erik. So. Gucken wir mal, ob wir den Schmied finden. Okay, ja. Sehr gut, dass es ein paar Hinweise gibt. So soll es sein. Allerdings weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht, wo der Schmied am Rumlaufen war. Okay. Natürlich. Obviously steht er direkt hier rum. Schon wieder eine Reparatur fällig. Tut mir leid, ich bin des Schmieden satt. Kein Interesse. Ach komm her, meine Güte. Willst du dich weigern, mir zu helfen? Da sind ein paar Leute eingesperrt. Sag, könntet ihr dann nicht vielleicht eines eurer Werkzeuge entbehren? Die Banditen haben offenbar ein paar der Arbeiter eingesperrt. Mit bloßen Händen sind sie nicht zu befreien. Ja, stimmt. Wenn das Werkzeug reicht, dann nehmen wir das. Das nehmen wir gerne mit. Ist echt krass, ne? Die Helden sind ja echt so viel größer als die Arbeiter, ne? Schon lustig. Schon ulkig. Oder ist das hier jetzt nur in der Mission so? Ich habe keine Ahnung. Sicher, so kann ich wenigstens nochmal einmal meine Nützlichkeit erweisen. Nehmt, ich brauche es nicht mehr. Na bitte. So, das heißt, Erik kann jetzt hier... das Gitter aufmachen. Dankeschön. Das ist ein lieber Schmied gewesen. Eigentlich ein Kanonengießer, ne? Sehr freundlich. Sehr freundlich von Ihnen. So, ich habe nun das benötigte Werkzeug. Damit sollten wir das Gitter entfernen können. Okay, dann auf damit. Dann quatsch keine Opern. Mach. Ich weiß auch nicht, warum die Leibeigenen nicht einfach da über das Gitter rübergeklettert sind. Das geht schon. Sehr gut. Euch sei stankt, edler Herr. Kling. Sprecht wieder mit dem Holzfäller. Okay. Wie ihr wünscht. Ich hole mir jetzt erstmal das Kerberos-Fragment, wenn wir schon gerade hier sind. Und dann muss ich wieder mit dem Holzfäller quatschen. 15 Kilometer hin und her laufen. Naja, geht schon. Wie viel wollen wir wetten? Ah, ich weiß nicht. Es gibt bestimmt noch zwei Kisten, ne? Wahrscheinlich brauchen wir 300 Eisen. Wahrscheinlich gibt es drei Kisten. Ah, wie viel wollen wir wetten, dass das hier das Kerberos-Fragment ist? Haha. Geil. Wie ihr wünscht. Sehr gut. Ah, wenn er so in der Ecke steht, ne? Hat mich ausnahmsweise mein Näschen mal nicht betrogen. Gut. Also, wir müssen jetzt mit dem Typen quatschen. Dann wird er uns sagen, oh, bitte kümmert euch darum, das Dorf aufzubauen. Dann kommen die Leibeigenen und dann bla bla bla. Reparieren. Befreit das Miner von den Angreifern, treibt Leibeigene auf, die reparieren können. Nutzt die Fähigkeiten eures Helden. Oho. Das ist ein toller Hinweis. Das wirkt so ein bisschen mehr wie so eine Tutorial-Map, ne? Das wäre eigentlich geil gewesen für die erste Karte Dario gegen Kerberos. Die erste Mission, das hier wäre super geil. Weil bislang sehr chillig. Außer halt der Anfang mit Ari, der war halt ziemlich nervig, aber das war jetzt auch nicht irgendwie kompliziert, sondern war einfach nur nervig. Und ansonsten ist die Mission bislang echt chillig, muss ich sagen, ne?
Wohingegen man ja bei der ersten Mission dachte, Dario und Kerberos, oh Gott, da bricht die Hölle über mir herein. Und da geht alles komplett den Bach runter und es wird super schwer, ist hier echt entspannter. Ich habe ein paar Leibeigene gefunden, die die Gebäude reparieren können. Und die Dario-Statue ist immer noch unversehrt, sehr gut. Ausgezeichnete Arbeit, Erik. Die Leibeigenen werden die Häuser bald vollständig repariert haben. Leider erreicht mich eben eine schlechte Nachricht. Weitere 4 Leibeigene wurden eingesperrt. Sie werden hier gefangen gehalten. Wir müssen sie unbedingt befreien. Aha, das ist wohl. Das war mir doch fast klar. Ja, das werde ich gerne tun. Doch ich befürchte, dafür benötige ich mehr Männer. Ach Quatsch, Erik. Wozu brauchen wir da mehr Männer? Das machen wir doch mit Links. Das mache ich ganz alleine. Ich werde euch sicher noch irgendwie Unterstützung organisieren können. Lasst mich kurz überlegen. Ja, ja, warte, da unten gibt es bestimmt ein paar Reiter und ein paar Bogenschützen. Kurz überlegen. Achso, hier ist immer noch zu. Ja, kommen wir sowieso mit. Ah, wir haben Glück. Im Südosten befindet sich ein kleines Lager von Soldaten, die ihr sicher überzeugen könnt, für eure Sache zu kämpfen. Nach wie vor, ich renne da rein mit meinen beiden Trupps Schwertkämpfern und dann ist das erledigt. Ich brauche da doch keine Verstärkung. Mein Gott. Die paar Peoples, die da wahrscheinlich rumhängen. sprecht mit ihnen. Okay. Ja, natürlich. Ja, dann komm mal her. So, also Schwertkämpfer gehen schon mal hier hin. Wir erledigen das. Ihr auch. Schon mal hier runter. So, und Erik quatscht mit den Bogenschützen hier unten dann. Gut. Die sagen jetzt wahrscheinlich, wir möchten gerne einen Schießplatz haben oder die möchten gerne ein bisschen Eisen haben und dann können sie mit uns kämpfen. Stimmt, das kann sein, ne? Für ein bisschen Eisen schließen sie sich vielleicht uns an. Das könnte durchaus möglich sein. So, also hier ist dieses Lager, wa? Hier drin. Ja, mit einem Ballistaturm. Das heißt, da wäre ganz cool, wenn wir die Reiter irgendwie überzeugen könnten. Ich weiß auch nach wie vor nicht, was mit diesem Leibeigenen da ist, der da rumsteht. Er wird ja noch irgendeine Pflicht haben, uns irgendwas Tolles, ja, irgendeine tolle Gegenleistung zu geben. Wer stört? Erik, seid ihr das? Ja, der bin ich. Ihr habt von mir gehört? Ja, aber hallo. Garantiert. Allerdings, durch eure mutigen Taten konnten die Dörfer wieder aufgebaut werden. Was führt euch zu uns? Ah, die sind schon wieder aufgebaut. Oh, geil. Sind alle schon wieder heile. Ja, 4 Leibeigene befinden sich noch immer in Gefangenschaft bei den Banditen. Ich habe vor, sie zu befreien. Noch dazu benötige ich Hilfe. Man sagte mir, dass ich hier ausgezeichnete Bogenschützen antreffen würde. Das hat man gesagt? Ausgezeichnete Bogenschützen? Vielleicht mit einer Urkunde vom, weiß ich nicht, vom Sportfest oder so. Bundesjugendspiele haben sie vielleicht gewonnen. Keine Ahnung. Nun, das ist wohl wahr. Meine Männer und ich sind bereit, euch zu helfen. Jedoch sind wir zahlenmäßig sehr geschwächt. Unsere Leute, wir waren 15 Männer, versuchten die Banditen aufzuhalten. Vergeblich. Oh, war ja, die Armen. Das heißt, was kann ich tun, um euch zu helfen? Soll ich ein paar Frauen auftreiben, damit ihr euch ein paar neue Kinderchen machen könnt? Ja, ich weiß, es ist ein sexistischer Kommentar, garantiert. Nein, keine Ahnung. Wir haben gerade noch genügend Vorrat an Waffen, jedoch benötigen wir mehr Männer. Wenn ihr uns hier einen Schießplatz hinbaut, werden wir wieder eine ausreichende Stärke erreichen können. Komisch. Wie soll ich das bloß vermutet? Vielleicht, weil da ein paar Bänke stehen, wo Bögen drauf liegen. Das könnte damit zu tun haben. Hä? Ja. Euch mit einer neuen Aufgabe. Ja, ich habe nur leider niemanden, wie ihr wollt, mit dem ich bauen kann. Ist ja doof. Wie ihr wollt. Wie baut man jetzt einen Schießplatz? Ja, Hinweis, nutze die Fähigkeit. Ach Quatsch. Benutze die Rohstoffe und die Technologie beschaffen. Auch noch. Beschafft euch zuerst die Technologie. Ach Gott, ich muss noch mehr rumlaufen und mit Leuten quatschen. Na toll.
Zuerst die Technologie. Ich möchte aber erst mit dem Leibeigenen hier quatschen. Ja, gut, dann... ja, gut, wenn das nicht geht. Wie ihr wollt. Wer könnte die Technologie haben? Es ist Zahltag. Ja. Vielleicht der Steinmetz? Eine Uni gab's hier nicht, ne? Also hier stand ja noch irgendein anderer Typ rum. Hier stand ja auch ein Bauer rum. Ich glaube nicht, dass der Bauer uns helfen würde, aber mal gucken. Da oben im Norden war ja noch ein bisschen mehr, ne? Ah ne, der Bauer stand sowieso auch da oben rum. Mal gucken. Wenn wir heute Abend Feierabend haben, gehen wir alle gemeinsam einen trinken. Mhm. Und ich wette, Ari säuft Kerberos wieder unter den Tisch. Natürlich. Wie die letzten Male auch. Jawohl. Wie die so letzten von. Male auch. Ja, natürlich. Ja. Ja, mein Lord. So. Wie ihr wollt. Wie es sieht es aus reden. Hier? Sofort. Ich glaube, hier gab es niemanden, der uns helfen kann. Doch, hier stehen ein paar Leib. Ach so, das sind die, die haben hier gerade repariert. Ja, geil. Dankeschön, habt ihr gut gemacht. Toll, dass es jetzt auch regnet, damit man jetzt auch gar nichts mehr sieht. So kann es ja weitergehen, ne? Mit schönem Regen sehen wir ja echt nicht viel. Okay. Also einmal hier durchs Dorf laufen, schauen, ob wir irgendjemanden finden, mit dem wir quatschen können. Was sagt denn das Ding hier? Natürlich. Hilfsbereite Siedler finden sich in den Siedlungen. Ja, gut, schön. Das hilft mir. Aber das hilft mir noch nicht ausreichend. Muss ich ja trotzdem noch ziemlich viel rumlaufen. Ich könnte meinen Schwertkämpfer natürlich nehmen. Und die hier irgendwo abstellen. Ja, okay, mit dem Bauern kann man noch nicht quatschen. Er hat einem noch nichts zu sagen. Können nun weg. Wie ihr wollt. Gibt's hier sonst noch jemand anderen, der uns helfen könnte? Sofort. So bislang nicht. Sofort. Es ist Zahltag. Nun ja. Ja, natürlich. Ja, keine Ahnung, wo waren hier noch andere Leute? Hier unten waren... Nee, hier unten war niemand. Hier war das Räuberlager, das Banditenlager. Gucken wir hier oben nochmal hin. Okay, ich schnapp mir doch nochmal hier meine Trupps Schwertkämpfer. Einer geht dahin und einer geht hier in das andere Dorf. Guckt sich hier nochmal um. Einfach, dass wir ein paar Leute hier stehen haben. Damit wir ein bisschen mehr Sichtweite haben. Okay, hier gibt es sonst nichts weiter. Ja. Hilfsbereite Menschen. Wo gibt es denn hier hilfsbereite Menschen? Sofort. Oh, vor allem jemand, der plötzlich die Technologie Schießplatz bei sich zu Hause rumliegen hat. Stehen sehr, meine ich natürlich, nicht Schießplatz. Natürlich. Wie ihr wünscht. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Nee, hier ist auch niemand, ne? Hallo. Gibt's hier noch jemanden? Kann man hier noch mit jemandem quatschen? Dafür sind wir genau die Richtigen. Es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendjemand erfreut darüber, uns zu sehen. Ja doch, erfreut sind sie vielleicht, aber es hilft uns nicht viel, wenn sie uns nichts sagen. So, also ihr bleibt jetzt mal bei diesem Bauern da stehen, nur falls der irgendwann auf die Idee kommt, uns dann was sagen zu wollen. Ah, vielleicht hier drüben. Vielleicht gibt es hier drüben noch irgendwas. Wobei, stand hier noch ein Gebäude? Hier stand, glaube ich, auch kein Gebäude mehr, ne? Nee, hier steht nichts mehr. Moment, da läuft aber noch ein Bauer rum. Achso, der läuft da oben hin, ja. Gut, zu dem Bauernhof. Oder der Mühle. So soll es sofort. Das kann ich. Naja. Ja. Vielleicht hier irgendwo ein Holzfäller? Ich meine, bei den Holzfällern würde ja Sinn ergeben, weil das ja Holz verarbeitende Industrie ist. Das heißt, die haben Rohstoffe. Die kennen sich mit Holz aus. Die haben möglicherweise jemanden, der sich auch mit Bögen auskennt. Möglicherweise aber auch nicht. So soll es sein. Jawohl. Scheibenkleister. Wo soll ich denn hier jetzt überall rumlaufen? Ja, natürlich. Meine Güte. Wie ihr wollt. Oder ist damit jetzt diese Hütte gemeint bei den Reitern, dass die Reiter irgendwie was... Vielleicht haben die Reiter eine Idee. So soll es sein. Das kann natürlich sein. Ich
meine, sonst ist hier nicht mehr viel. Wir haben jetzt das Dorf schon wieder einmal komplett abgesucht. Hier ist nichts mehr. Warte, hier können wir nochmal schauen. Vielleicht haben wir hier doch noch irgendwie jemanden umstehen. Ne, hier sind halt nur die Leibeigenen wieder. Sagt mir nicht, dass wir jetzt... Oder hier in diesem Garten. Vielleicht haben wir hier in diesem Garten irgendwas. Toll, wir verbringen wir die gesamte Folge damit, hier rumzusuchen. Wo die jeweiligen Einheiten sind. Ja, natürlich. Da ist der Ingenieur. Na gut. Wie ihr wollt. Dann werden wir uns mal mit ihm unterhalten. So soll es sein. Jawohl. Und die schicke ich hier rüber. Ja. Oh je, oh je, oh je. Ja, mein Gott, ich bin heute etwas müde, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Diese Sucherei macht einen ein wenig müde. Deswegen bin ich gerade nicht so gesprächig. Aber das ist ja auch nicht so wild. In diesen Zeiten sollte man sowieso sich viel ausruhen. Das Wetter genießen. In Deutschland ist es ja ziemlich kalt, habe ich gehört. Und ja, was sagt ihr? Einen Schießplatz wollt ihr bauen? Ja, und das im Schnee. Und ihr habt keine Technologien dafür? Ihr seid witzig. Im Ernst, für 500 Talerchen gebe ich sie euch gerne. 500 Talerchen. Na toll, wofür sollen wir die jetzt wieder herkriegen? Der Bauer, vielleicht hat der irgendwo Ersparnisse. Der Bauer hat bestimmt irgendwo Ersparnisse. 500 Taler, das ist ja allerhand. Woher soll ich denn 500 Taler bekommen? Das ist ja allerhand. Wenn Helias noch da wäre, dann könnten wir ein bisschen Getreide verkaufen. Das wäre was. Verzeiht er, aber das ist nicht meine Sorge. Es gibt's ja nicht. Okay. So soll es sein. So, dann gucken wir mal, natürlich, ob der Bauer jetzt was zu sagen hat. So soll es sein. Gut, dass ich da direkt einen Trupp abgestellt habe. Nicht? So, wie und ihr steht bei dem Leibeigenen und achtet drauf, wann wir den triggern können. Sehr gut, so. Was hat eigentlich unsere Statistik hier? Guckt mal. Wir haben hier einige Feinde erledigt. Oh, wir haben auch ein paar Einheiten verloren. Ja, klar, Aris Banditen, ne? Taler haben wir nichts. Bisschen Eisen haben wir. Schwefel hatten wir zwischendurch mal, ne? Was kann ich für euch tun? Ich möchte Taler. Ich bräuchte ein paar Talerchen, aber ich weiß nicht, woher. Können wir Getreide verkaufen. Wie gesagt, Elias kennt sich aus damit. Die Bauern kennen ihn schon. Tja, ja, ist heutzutage manchmal ein Problem. Ich helfe euch gern aus, doch eine Gegenleistung verlange ich denn noch. Ja, was denn für eine? Soll ich hier hinten die Wölfe von den Feldern vertreiben? Nur zu, was soll ich tun? Ich wurde kürzlich von einigen wilden Wölfen heimgesucht. Sie verstecken sich im Wald oder im Feld. Sie machen mir Angst. Ich kann so nicht mehr arbeiten. Komisch. Das war genau das, was ich vermutet habe. Hallo, ihr wilden Wölfe. Erek kommt gleich und wird euch vertreiben. Hihihi. Keine Sorge. Das ist keine Herausforderung für meine Klinge. Ja, und da müssen wir... Dann ist die Frage, was passiert mit den 500 Talern? Also dann, folgt mir... Wie ihr wünscht. Ja, dann lauf auch mal los hier. Natürlich. Folg mir. Lauf los. Wo ist das Feld? Irgendwo hier, ne? Ja, hier. Natürlich. Wie ihr wünscht. So, die prügeln wir nochmal kaputt hier, würde ich sagen, wa? Das sollte doch kein Problem sein. Ja, die Frage ist, wenn wir genau 500 Taler kriegen, dann würde davon ja Sold abgehen. Das wäre ja ziemlich blöd. Und dann hätten wir nicht mehr 500. Oh, das wäre aber ziemlich schlecht. Ja, mal sehen. Mal gucken. So, hallo, ihr Wölfe. Kommt mal her hier. Da sind ja einige. Aber, pff, das ist, wie gesagt, keine Herausforderung für Ereks Klinge. So, Achtung. Und zang. Oh, das hat nicht gewirkt. Oh, das hat nicht gewirkt. Oh, das hat anscheinend nicht gewirkt. Okay, da ist wieder einer tot. Mal sehen, ob Erik sie alle niederprügeln kann, bevor sie Erik niederprügeln. Okay, der ist auch tot, der Wolf. Okay, Erik, das ist doch ein bisschen viel.
sind doch ein bisschen viele Wölfe. Ich dachte, die der Rundumschlag würde die hier locker platt machen. Ah, komm mal hier mit zur Hilfe. Das kann ich. Muss mal Erik ein bisschen helfen. Angriff! So. Mach den Wolf kaputt. Ich dachte tatsächlich, dass Erik das mit dem Wirbelschlag schaffen würde, die komplett auszuschalten. Aber ja, ich erinnere mich, das funktioniert ja nicht unbedingt. So. Ja, die sind schon wieder fast geheilt hier. Okay, kommt her. Angriff auf die Wölfe. So, mach die Wölfe tot und dann kann Erik gleich den nächsten Wolf auch schon wieder hervorholen. Okay, ist doch ein bisschen nerviger hier, ne? War? So, da kommt noch einer. Sind ja echt einige Wölfe hier. So. Gut, dass sie Erik angreifen. Dann können nämlich unsere Schwertkämpfer in der Zeit schön kurzen Prozess mit denen machen. So, das sollte dann der letzte sein, wa? Oder? Gibt's noch mehr? Ja. Noch mehr Wölfe? Wie ihr wollt. Ist hier noch einer? Jawohl. Jawohl. Keiner mehr da? So, alle weg? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sofort. Ich glaube, wir haben sie alle. Natürlich. Ja. Ich glaube, wir haben sie alle erledigt. Das ist doch was. Herr Bauer, was sagen Sie Schönes dazu? Ah, endlich sind sie geschlagen. Hab vielen Dank, edler Herr. Nehmt diese 100 Taler als Dank. Bitte was? 100? Die sind doch gleich wieder weg. Oh, die sind doch gleich wieder weg. Muss ich jetzt echt meine Schwertkämpfer... 100 Taler, das ist sehr, hat ihr vielleicht auch ein wenig mehr. Ich benötige 500 Taler, um einen Schießplatz bauen zu können. Ja, vor allem sind die dann gleich wieder weg, ey. Da lässt sich doch bestimmt noch was machen, wa? 500 Taler? Was denkt ihr wohl, ein armer Schlucker, wie ich so viel Geld herbekommen soll? Ich könnte euch meine Reserve überlassen, dort dafür werdet ihr mir einen Gefallen schuldig. Noch einen Gefallen? Na klar. Ich meine, wir wollen ja auch eine ganze Menge Geld. Ich meine, Erik könnte einfach eine Brieftaube an Dario schicken und dann von Dario ein bisschen Geld verlangen. Das wäre ja eigentlich kein Problem, ne? 500 Taler, das ist doch, das geht doch fix. Aber man weiß ja nie, ne? Das wäre äußerst zuvorkommend. Hab vielen Dank. Ja, mal sehen, wie viel da kommt. Jetzt haben wir 750 Taler. Oh. Jawohl. Mit mehr kann ich euch nicht dienen. Okay, kommt schnell. Lauft. Ja, lauf. Ja, Milord. Wir müssen hier hin, bevor der Zeitdach zuschlägt. Wie ihr wünscht. Achso, nee, ihr bleibt hier. In Ordnung. Okay, ihr bleibt hier stehen, meinetwegen. Das ist okay. Okay. Ja, Herr. So, Erik, beeil dich. Renn. Bevor der Zahltag zuschlägt. Und alle unsere Taler weg sind. Okay, wir sind ihm einen Gefallen schuldig. Und dann geben wir gleich unsere anderen Taler aus und dann sagt er, ja, wir brauchen jetzt nochmal 200 Taler. Aber ich habe keine 200 Taler mehr. Ja, dann hast du Pech gehabt. Das wäre sehr niederträchtig. Aber egal. So, wir haben jetzt die 500 Taler. Tributmenü ist es nicht. Das heißt, wir müssen echt nochmal mit dem Typen quatschen. Aber geil, dass er uns dann direkt 750 gibt, ne? So, Herr Ingenieur. Lassen Sie sich überzeugen. Na, bitte, wer sagt's denn? Hier, nehmt die Pläne. Dankeschön. Sehr freundlich. Erik, wir sind euch das dankbar für unsere Rettung. Wir sind gerne bereit, für euch den Schießplatz zu bauen. Ja, dann Marsch. Macht hin. Holz haben wir ja genug hier in der Siedlung. Und Steine sollte es auch geben. Wir haben so viele Steinbrüche da oben. Also Rohstoffe haben wir genug. In Ordnung. Dann sollten wir die benötigten Rohstoffe besorgen. Leute, hier ist eine Siedlung, die ich gerade gerettet habe. Die können sich doch einfach mal ein bisschen erkenntlich zeigen, ne? Jetzt haben wir nur noch 210. Geil. Na gut, ich würde aber sagen, wir beenden die Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Wir werden jetzt Holz hacken und Steine uns auch irgendwo hier zurecht hacken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und bis dann. Ciao.